Die CeBIT 2012 lenkt mit dem Schwerpunkt Managing Trust die Aufmerksamkeit auf das Thema Sicherheit in der digitalen Welt. In diesem Rahmen hat der VDE am Eröffnungstag der Messe eine aktuelle Trendstudie zur IKT-Sicherheit vorgestellt. Wir haben eine Vielzahl von Fragen untersucht, was die Nutzung von neuen Technologien angeht, was die Voraussetzungen für die Vernutzung von neuen Technologien angeht, sowohl auf der Bildungsseite natürlich als auch auf der industriellen Anfertigungs- oder Anwendungsseite. Die Studie, die zeigt eigentlich sehr schön, wie sich Sicherheit entwickelt, wie sich Sicherheit weiter verkompliziert, wie die Sicherheitsanforderungen in immer neue Bereiche reingehen, und zwar analog mit der Vernetzung unseres Lebens, unserer Welt. Denn IT-Sicherheit dient ja jetzt nicht zu einem Selbstzweck, sondern soll uns ermöglichen, moderne IT-Technik zu benutzen und Nutzen daraus zu ziehen, ohne einen Schaden erleiden zu müssen. Die Studie untersucht vor allem die Zukunftstechnologien Smart Grid, Smart Meter und Smart Home. Denn gerade bei diesem Thema, dem intelligenten Stromnetz der Zukunft, sieht der VDE eine große Gefahr. In diesem Fall ist es einfach so, dass ein Fehler in der Sicherheit riesige Auswirkungen haben kann. Wenn jemand durch einen Angriff über die Kommunikationstechnik von außen den Strom in bestimmten Bereichen abschalten kann, und sei es nur in einer Straße oder in einer Stadt, dann hat das Auswirkungen auf das tägliche Leben, die wir nicht akzeptieren können. Sicherheitsaspekte sind somit erfolgskritische Faktoren des Wachstumsmarktes von Innovationsfeldern wie Smart Grid. Ohne ein tragfähiges Sicherheitsgesamtkonzept ist auch die Energiewende in Gefahr. Wir brauchen die Entwicklung eines integrierten und international möglichst weitgehenden harmonisierten Gesamtkonzeptes aus einem Guss, das von Normen und Standards bis hin zur Prüfung und Zertifizierung von Sicherheitssystemen im Smart Grid reicht, und zwar so bald wie möglich. Auch der Experte für IT-Sicherheit bestätigt: Also grundsätzlich lässt sich IT-Sicherheit nur erreichen, wenn man den betreffenden Kontext auch wirklich ganzheitlich betrachtet und analysiert. Die Quintessenz der Studie lautet daher, dass wir europaweit daran arbeiten müssen, neben dem Aufbau der Strukturen für dieses Smart Grid von Anfang an die Sicherheitsfragen zu analysieren, die Technik zu durchleuchten, wo sind Sicherheitsrisiken eingebaut, wo müssen wir zum Beispiel ein eigenes Kommunikationsnetz aufbauen für das Smart Grid und wo dürfen wir nicht das normale Internet benutzen, sodass jemand, der kriminelle Energie hat, von außen eindringen kann. Und natürlich muss die gesamte Technik von der Hardware an bis zur Software sicherheitstechnisch aufgebaut werden, sodass wir das höchste Maß an Sicherheit für diese Anwendung haben. Also wir empfehlen, dass wir einerseits bezogen auf die Energiewende uns klar daran orientieren, gemeinschaftliche Definitionen zu wählen, möglichst auf einem internationalen Niveau, sobald das erzielbar ist. Das heißt, breite Basis möglichst breit zu erzielen, um dann eine saubere Definition zu haben, die ich am Ende auch prüfen kann. Nur wenn Menschen sehen, dass das, was sie haben wollen, auch nachgewiesen ist von einer neutralen Instanz, dann werden sie das Vertrauen haben, das auch einzusetzen. Denn gerade in Deutschland befürchten Bürger den Missbrauch ihrer Daten durch moderne Technologien. Smart Grid wäre ja das Problem, dass man bis in das Haus hineinschauen kann, weil eben das Gateway eben diese Schutzprofile eventuell nicht hätte. Der Hersteller wird verpflichtet, solche Schutzprofile aufzubauen, damit diese Schutzprofile auch vorhanden sind und Vertrauen für dieses Produkt erwirkt wird bei dem Endverbraucher. Dafür sind eben neutrale Prüfstellen wie das VDE-Institut wichtig, die die Einhaltung dieser Regeln auch überprüft und dann zum Schluss gesagt wird, es ist mit diesem Produkt keine Gefahr in Hinsicht der Datensicherheit vorhanden. Das VDE-Institut ist bereits seit über 90 Jahren für die Prüfung und Zertifizierung elektronischer Geräte, Komponenten und Systeme zuständig. Deutschland als Standort für Elektrotechnik ist attraktiv und wird attraktiv bleiben, wenn wir uns darum kümmern, dass die Rahmenbedingungen für neue Technologien so gesetzt werden, dass Investitionen stattfinden können, natürlich einerseits in der Forschung und in der Entwicklung, damit im Export expandiert werden kann, aber natürlich auch in der Nutzung im eigenen Lande. Die VDE-Analyse zeigt, Deutschland verfügt über gute Chancen, mit Smart Grid Erfolgsgeschichte zu schreiben.